Hier bei uns Ammerländern, inmitten der endlosen Natur des Nordens mit all ihren saftigen Weiden, lassen es sich unsere Milchkühe so richtig gut gehen. Wann immer sie wollen und das Wetter es erlaubt, finden sie auf unseren Weiden viel Bewegungsfreiheit und saftiges Gras, so weit das Auge reicht. Stimmt's, Peter? Ammerländer. Natürlich von hier. So, herzlich willkommen im schönen Grenzlandstadion in Mönchengladbach zur zweiten Runde des DFB-Pokals zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen. Und es ist eine Premiere für Werder Bremen und auch für Borussia Mönchengladbach, denn wir machen das tatsächlich gemeinsam, wie man da auch sieht. Ich darf mich freuen, dass Thorsten Klipperts an meiner Seite ist und für Borussia Mönchengladbach quasi den Part übernehmen wird. Und ich freue mich sehr auf diese Doppelmoderatoren-Premiere mit Markus Biereichel, der für Werder TV kommentieren wird. Schiedlich-friedlich werden wir uns hier am Kommentatorenplatz, egal wie das Spiel ausgeht, vertragen. Oh, das war schön gespielt. Amira Dahl. Amira Dahl! Und der sitzt. Schade. Aber du sagst es, leider aus Borussia-Sicht, Amira Dahl gut freigespielt und wie ein Strich. Die siebte Spielminute, 0:1 für unsere Gäste, Torschütze mit der Nummer 17, Amira Dahl. Und, Möglichkeit hier durch Juliane Wirtz. Oder Lina Hauseke, ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Achso, du hast recht. Du hast recht. So, einige Ballverluste auf Borussia-Seite. Bringt Bremen dann immer wieder in gefährliche Situationen. Ja, das habe ich befürchtet, dass der abrutscht. Aber Paula Klenzmann mit Glück. Und Lina Hauseke aus 4 Metern, 2 Meter übers Tor. Das war im Ansatz zu sehen, genau, dass der Ball dann hier bei Sophie Weidauer landet. Dicke zweite Möglichkeit für Lina Hauseke. Oh, guter Ball. Von Catalina Perez. Gefährlich. Und Christine Meyer mit dem 2:0. Wirklich sehr schön herausgespielt. Angefangen bei dem langen Ball von Catalina Perez. Raus auf Sophie Weidauer. Und Christine Meyer ist dann die Glückliche, weil Luisa Palmen der Ball dann doch durch die Finger rutscht. Ja, den muss sie eigentlich haben, das weiß sie auch. Und hier sehen wir es nochmal. Schön gespielt und dann Paula Klenzmann leider dran vorbei. Nicht lang gefackelt. Ja, den hat sie schon fast. Die Schiedsrichterassistentin ist sofort, stand auch gut, zur Mitte gelaufen, hat Tor angezeigt. Sophie Weidauer. Oh, schön gesehen. Oh ja, das macht sie gut. Läuft leider gut. Nina Lürsten. Und hat auch noch die Übersicht. Oh, Glück für Borussia. Riesenchance. Nina Lürsten wollte da auf Chrissy Meyer durchstecken. Hätte eigentlich selbst abschließen können. Hätte sich die Ecke aussuchen können. Da sehen wir es nochmal. Ja, gut gemacht. Alles gut, alles gut. Imke Kessels rutscht da ins Leere. Und da die Übersicht zu haben, das ist schon richtig gut. Nochmal anderthalb Minuten jetzt. In der Mitte Leo Köpp. Schön abgelegt, Brit van Rijswijk mit links, leider nicht platziert genug. Nina Lürsten bringt den Ball nochmal rein, auf den 5 Meter. Ja, der kommt gut. Punkt. Glück für Borussia, auf der Linie gerettet. Hanna Nemeth mit dem Versuch. Nochmal Nina Lürsten. Mit links, mit dem starken linken Fuß. Oh, Glanzparade von Luisa Palm. Also den kratzt sie richtig gut von der Linie. Schöne Hereingabe von Nina Lürs mit dem starken linken Fuß auf den Kopf von Michelle Ulbrich. Und dann tatsächlich Luisa Palmen. Zack.
Und das war's. Halbzeit 1, Borussia 0, Werder 2. Die Stimmung ist in jedem Fall gut. Ich hoffe, das bleibt so. Halbe Stunde noch zu spielen hier in Mönchengladbach im Grenzlandstadion. Eine perfekte Freistoßposition für Nina Lürsen. Für diejenigen, die sich für den Frauenfußball interessieren, die erinnern sich an ein wirklich fantastisches Tor, was sie gegen Freiburg im Wohn- und Westweserstadion erzielt hat. Der linke Fuß ist ihr absoluter Sahnefuß. Ist zum Tor des Monats nominiert worden, hat am Ende leider nicht gewonnen, aber es war wirklich sehenswert in den Winkel. Und diese Position kann sie. Luisa Palm stellt die Mauer. Guckt und, ne, bisschen zu hoch. Werder kommt jetzt nicht so wirklich zu entlastenden Angriffen. Oh, das war gut eingesetzt von Emily Tichelkamp. Emily Tichelkamp auf dem Weg nach vorne. Ja, ein Haken zu viel. Da hätte sie vielleicht eher den direkten Weg zum Tor suchen sollen. Der eine Haken zu viel. Das war mal schön gespielt von Rieke Diekmann raus auf Lisa Josten. Oh, auch da gut gespielt. Christi Meier nicht im Abseits. Jetzt muss sich in der Mitte jemand finden und anbieten. Aber gut aufgepasst. Angela Brandenburg. Christi Meier. Christi Meier. Und Paula Klenzmann macht hier wirklich ein überragendes Spiel. Die wirft sich wirklich in jeden Ball. Oh ja, gut gespielt. Klasse Ball gespielt. Und oh, der ist drüber. Dicke Möglichkeit, Lisa Josten. Mit dem Versuch des Lupfers über Luisa Palmen hinweg. Boah, wäre auch ein wirklich schönes Tor gewesen. Nochmal Freistoß für den SV Werder. Vielleicht noch eine bessere Position von Nina Lürsen. Ich möchte es nicht beschreien, aber tatsächlich, vielleicht gerade eben. Du möchtest so ein Tor von ihr sehen. Noch, ja, ne? das würde ich schon echt feiern. Ja. Das merke ich schon. Das finde ich schon gut. Bleib weg, Lisa, bleib weg. Ja, das war gerade eben, fällt ein bisschen zu nah dran. Jetzt ist halt den 2-3 Meter weiter weg und auch etwas weiter auf der rechten Seite. Passt für sie mit dem linken Fuß natürlich fast perfekt. Also wenn sie den genauso schießt wie eben, dann wird's gefährlich. Eben war er ein bisschen drüber, jetzt. Aber Luisa Palm steht auch sehr mittig, also die spekuliert auch nicht darauf, dass er möglicherweise in die andere geht. Oh! Ah, das sieht doch herrlich aus. So zu fliegen, für eine Torfrau auch wunderbar, sich auszuzeichnen. Da hat sie ein bisschen drauf spekuliert und lag genau richtig. Oh! Und da wieder eine großartige Parade von Luisa Palming, das ich gesehen habe. Ein guter Kopfball und wieder eine großartige Parade. Davon hatten wir jetzt schon so 2-3 gesehen. Wieder Michelle Ulbrich. Nochmal, Werder aber weiter im Ballbesitz. Abseits? Fragezeichen. Nein, sagt die Schiedsrichterassistentin. Melina Kunkel. Melina Kunkel! Oh! Was für ein Abschluss. Sehr schöner Schuss von Melina Kunkel in der Nachspielzeit zum 0:3. Kein Vorwurf an die Torhüterin von Borussia. Wird nochmal angepfiffen. Und das war's. Der SV Werder ist weiter. Borussia verliert leider aus Borussensicht 0:3. War insgesamt ein Spiel, was trotz des Ergebnisses mir Spaß gemacht hat. Genau wie die Übertragung mit dir, Markus Biereichel vom SV Werder. Unsere Premiere im Doppelkommentar. Hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, das natürlich auch. Aber grundsätzlich fand ich, das war eine sehr schöne Premiere. Und wer weiß, vielleicht bietet sich das halt die Möglichkeit doch mal an, das nochmal zu wiederholen. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht irgendwann mal Test spielen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Thomas, Glückwunsch. 3:0 hier in Gladbach. Für mich war es eine sehr souveräne Vorstellung. Ich will nicht sagen geschäftsmäßig, aber man hat schon gesehen, es war ein Klassenunterschied und ihr habt das wirklich sehr, sehr souverän zu Ende gespielt. Wie zufrieden bist du mit diesem Auftritt heute? Sehr zufrieden, weil genau das, was du beschrieben hast, das war auch die Aufgabe heute, dass wir hier heute nicht mit uns viel machen lassen wollten. Deswegen sind wir auch vorne raufgegangen und wollten sofort das Spiel der Gladbacher unterbinden und uns entsprechend durchsetzen. Das haben wir auch über 90 Minuten versucht durchzuziehen und das ist uns sehr gut gelungen. Und von daher war das eine reife Vorstellung und ein verdienter Sieg und der verdiente Einzug in die nächste Runde. Ja, sehr, sehr glücklich. Das war das Ziel, was wir hatten, weiterzukommen, haben es als Team geschafft. Also sehr gut auf jeden Fall. Also ich fand, wir waren am Anfang gut drin im Spiel und haben uns dann auch direkt am Anfang mit Amira Dals Tor belohnt und verdient gewonnen. Ich habe eine kämpferische Leistung von uns gesehen über die 90 Minuten. Und klar kann man vorm Spiel sagen, es ist eine vermeintliche Pflichtaufgabe für uns, aber die musst du auch halt erstmal machen zu so einem Beginn der Saison. Und ich finde, das haben wir echt über die weiten Strecken, über das ganze Spiel wirklich souverän gelöst, mit viel Ballbesitz und dann auch mit den 3 Toren, die dann letztendlich ausreichen. Und natürlich auch mit 2:0, das ist auch sehr wichtig, ne? Clean Sheet. Also von daher Pflichtaufgabe gelöst, so kann es weitergehen. Wir haben uns gesagt, wir würden gerne mal weiterkommen als die letzten Jahre. Weil letztes Jahr war dann gegen Essen Schluss, davor war gegen Sand irgendwann Schluss. Wir würden gerne weiterkommen und dafür nehmen wir jeden Gegner, wie er kommt. Es muss nicht unbedingt Bayern und Wolfsburg sein, aber wir nehmen alle, die kommen. Aber wir wollen einfach weiterkommen. Ja klar, also ich fand es schon wichtig, hier noch einen Sieg dann mitzunehmen. Erstmal damit wir weiterkommen, aber auch, weil es dann ja nächste Woche losgeht in der Liga und man einfach ein gutes Gefühl hat und zusammen als Mannschaft jetzt nochmal richtig breit dafür ist. Hier bei uns Ammerländern, inmitten der endlosen Natur des Nordens mit all ihren saftigen Weiden, lassen es sich unsere Milchkühe so richtig gut gehen. Wann immer sie wollen und das Wetter es erlaubt, finden sie auf unseren Weiden viel Bewegungsfreiheit und saftiges Gras, so weit das Auge reicht. Stimmt's, Peter? Ammerländer, natürlich von hier.